Ja, schön, dass ich hier sein darf. Es ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich jetzt schon lange beschäftige und das gerade große Veränderungen durchläuft, eben Cannabis und die Fahrerlaubnis. Ich weiß nicht, ob ihr selbst persönliche Erfahrungen da gesammelt habt, aber irgendwie wurde über die letzten Jahrzehnte ja der Kampf gegen die Drogen, Kampf gegen Cannabis, immer über die Fahrerlaubnis ausgelebt. Irgendwie hatte man da von den Gerichten immer die Intention, den Leuten das Leben möglichst schwer zu machen. Es sind unzählige Fälle, die da passiert sind, wo Leute mit diesen niedrigen Werten, diese Nachweiswerte, 1 Nanogramm, 2 Nanogramm, teilweise ihre Existenz verloren haben. Das sind vielleicht für Leute, die hier in Berlin leben, ist es nicht so relevant. Wir haben ein gutes öffentliches Nahverkehrsnetz, aber wenn sie auf dem Land sind, selbstständig sind, haben sich da eben Tragödien ergeben. Ja, ich denke, ich werde das Thema mal so angehen, dass ich einen kleinen historischen Aufriss mache, damit wir irgendwie verstehen, was hat sich jetzt eigentlich zum 1. April verändert und was wird sich noch ändern. Ja. Und da ist das eben so, Anknüpfungspunkt bei der Fahrerlaubnis war eigentlich immer, dass die Gerichte zu Anfangs gar nicht wussten, wie ist Cannabis überhaupt zu behandeln, THC. Das war große Ahnungslosigkeit, auch bei den Polizisten. Ja, und dann hatten wir unter Helmut Kohl dieser Kampf gegen die Drogen, die über die Fahrerlaubnis ausgelebt wurde. Schaffung des Paragraphen 24a, StVG, Bußgelder. Und wo dann irgendwie klar gemacht wurde, da wird jetzt das Augenmerk drauf gerichtet. Ja, irgendwie müssen wir den bösen Kiffern eins rübergeben, wir müssen daran, aber immer mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit zu steigern. Von Anfang an hatte dieser Kampf natürlich ein mächtiges Defizit, das war fehlendes Wissen. Also man wusste eigentlich gar nichts darüber. Man wusste, was man nicht möchte, aber man wusste nicht wirklich, was man da bekämpft. Und ich muss sagen, mein Eindruck ist, das hat sich bis heute nicht großartig verändert. Ja, also Stichwort war immer, an Drogen wird nicht geforscht und also konnten wir hier mit Glauben agieren. Die Gerichte lebten das dann dergestalt aus, dass praktisch, wenn Nachweis getätigt wurde, dass THC im Blut war, dieses ganze Programm losging. Einmal Bußgeldverfahren und ein Fahrerlaubnisverfahren. Das war ja immer gekoppelt. Man hatte 2 Verfahren, die auf einen zurollten, was vielen Bürgern gar nicht klar war. Ja, die bekamen erstmal einen Bußgeldbescheid, dachten, jetzt ist es vorbei, haben 500 Euro plus Verfahrenskosten oder so weiter bezahlt, einen Monat Fahrverbot und sagten nur erstmal, hui. Gut gelaufen, bis dann plötzlich Post von der Fahrerlaubnisbehörde ankam und dann ging das Problem erst richtig los. Aber dazu muss man eben wissen, dass bis zum Jahr 2019 eigentlich der Konsum von Cannabis und praktisch die fehlende Trennung im Straßenverkehr zum sofortigen Entzug der Fahrerlaubnis führten. Und die fehlende Trennung wurde angenommen bei einem Wert von 1 Nanogramm. Das war praktisch die Nachweisgrenze. Ja? Und man hatte da teilweise unwürdige Kämpfe zu führen, ja, weil die Rechtsprechung da noch immer differenzierte zwischen Probierkonsum, gelegentlichen Konsum, regelmäßigen Konsum. Und eigentlich hatte man damals nur eine Chance, seine Fahrerlaubnis zu erhalten, wenn man sagte, ich habe das erste Mal gekifft und bin erwischt worden. So, boah, voll. Also war alles unwürdig. Ja? Dann musste man zum ärztlichen Gutachten, was auch kostenintensiv war, und musste lügen, bis sich die Balken biegen. Alle wussten, dass gelogen wird. Die einzige Frage war, konnten die das nachweisen, dass gelogen wurde? Also ein unwürdiges Spektakel. Ja? Und wenn einem das, wie gesagt, nicht gelang, wenn man in der Vergangenheit schon mal mit einem Gramm irgendwo erwischt wurde, dann wurde dann gleich eben an der Strick draus gedreht. Man hat die Fahrerlaubnis verloren. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Ja? Und durfte dann erst im Rahmen der Wiedererteilung, musste man dann diese gefürchtete MPU ablegen. Ja? Also, und die ging ja immer einher mit Abstinenzdauer. Also wirklich problematisch. Und eben teilweise Existenz vernichten. Dann gab es den ersten Befreiungsschlag 2019, dass das Bundesverwaltungsgericht da zum ersten Mal entschied, ey, schon ein bisschen hart, ja, die eingespielte Praxis der Gerichte und der Behörden könnte mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz kollidieren.
große Freude, also endlich mal ändert sich was. Und wie gesagt, das hatte dann zur Folge, dass nicht gleich die Fahrerlaubnis entzogen wurde, sondern eine MPU auferlegt wurde. Und diese MPU hatte nur ein Problem. Also es war eigentlich immer noch so, dass sie eine Abstinenzdauer brauchten, also eine Abstinenzzeit, um Einstellungswandel zu dokumentieren. Und das kollidierte mit den gesetzten Fristen. Also die Fahrerlaubnisbehörde war nie für ihre Schnelligkeit berühmt und plötzlich entwickelt die einen richtigen Jagdeifer. Also diese MPU-Aufforderung war in Berlin zum ersten Mal schneller da als der Bußgeldbescheid selbst. Das muss man sich mal reinziehen. Also in Berlin seit wann? Und das war von dem Ehrgeiz geprägt, den Leuten Steine statt Brot zu geben. Sie sollten statt diese Erleichterung vom Bundesverwaltungsgericht zu bekommen, ja, mir wird der Führerschein nicht gleich weggenommen, sollten denen praktisch zwei MPUs aufgedrückt werden. Ja, also die liefen dahin, wenn sie nicht beraten waren, gingen zur MPU, bezahlten 800 Euro und waren in dem Moment durchgefallen, als sie keinen halbjährigen Abstinenznachweis vorlegen konnten. Als Folge verlor man seinen Führerschein und durfte im Rahmen der Wiedererteilung noch eine MPU machen. Also das ist so ein bisschen grotesk an sich. Ja? Das ist, was auch teilweise eigentlich, finde ich, so ein neues Bild in Deutschland ist, dass Untergerichte und auch Behörden den Obergerichten nicht mehr so folgen. Also so ein Urteil ist ja vom Geist beseelt, würde ich sagen. Also das Bundesverwaltungsgericht wollte den Leuten helfen und die Behörden haben das knallhart hier unterlaufen und den Leuten dadurch eigentlich die Probleme noch mal vergrößert. Ja. Muss man aber auch dazu sagen, beim Fahrerlaubnisrecht ist ja eigentlich total interessant, dass es Landesrecht ist. Also ich mache diese Fälle deutschlandweit und du hast natürlich dann auch ganz unterschiedliche Ausprägungen gehabt. Es gab dann auch Bundesländer, gerade in Bayern, München, die da fair waren. Die haben das umgesetzt, die haben den Leuten Zeit eingeräumt, praktisch eine Abstinenz nachzuweisen. Ja, die haben den Leuten das Wahlrecht gegeben. Und Düsseldorf im Übrigen auch, aber in Berlin zum Beispiel, nada, nichts, haben die nicht gemacht, wollten die nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was auch auf uns wieder zukommen wird. Wir werden natürlich weiter diesen Flickenteppich haben. Wir haben jetzt Änderungen und da müssen wir gucken, wie das die einzelnen Bundesländer umsetzen. Und das ist natürlich immer von der dahinterliegenden politischen Struktur mitbestimmt, wobei die Gerichte wahrscheinlich glücklicherweise teilweise da Mitspracherecht haben werden. Ja. Okay, ja, und dann kam der 1. April 2024 und da haben wir dann eigentlich eine Änderung gehabt. Da müsste ich mal vielleicht die Folie jetzt gleich mal zeigen. Wie kriegen wir das hin? Ha. Der neue 13a Fahrerlaubnisverordnung. Wir müssen uns das jetzt gar nicht so drastisch angucken, aber das ist eigentlich ja die Neuerung, die mit dem 1. April 2024 eintrat und die ja, uns positiv gestimmt hat. Also ich kann ja mal kurz die Folgen skizzieren praktisch. In den ersten Monat wussten die Behörden gar nicht damit umzugehen. Ja? Also es wurde ein neuer Paragraph geschaffen, Klärung von Eignungszweifeln bei Cannabis-Problematik. Davor war das Ganze in Paragraphen 14 Fahrerlaubnisverordnung geregelt, allgemein unter Betäubungsmittel. Darunter wurde ja Cannabis immer irgendwie so halbwegs runtergeschoben. Das wurde praktisch geändert. Und interessant werden für uns natürlich auch sein, die Motivation hinter dem Paragraphen 13a. Aber jetzt in der Praxis bedeutet das, wie gesagt, bei allen laufenden MPU-Verfahren, also vor dem 31. März wurde dem Mandanten eine MPU auferlegt, die wurden hinfällig. Ja? Also die Dinger wurden aufgehoben und das deutschlandweit. Ja? Also Berlin brauchte einen Monat, Bayern 6 Wochen, Köln war ganz schnell, die nördlichen Bundesländer auch. Die haben das sofort aufgehoben und das war natürlich eine Riesenerleichterung für die Leute. Ja, keine MPU mehr beim erstmaligen Verstoß. Ja. Und da war das auch total irrelevant, wie hoch die THC-Werte sind. Ja, also wir haben hier Fälle in Berlin gehabt mit 15 aktives THC, hat nicht interessiert. Die einzige Frage war, war es ein Erstverstoß, ja oder nein. Ja.
Und wenn wir uns das mal angucken, finde ich, ist es hier auch relativ klar geregelt. Ja, hier haben wir den 2a und 2b und für uns war immer nur der b interessant. Wiederholt sie zu Widerhandlung im Straßenverkehr unter Cannabis-Einfluss begangen, dann konnte eine MPU angeordnet werden. Ja, das ist jetzt praktisch die Gesetzeslage und es tun sich da natürlich gleich wieder auch ein Haufen Fragen auf. Die können wir hinterher vielleicht noch besprechen, ne, oder machen wir das jetzt gleich? Ja, machen wir jetzt mal gleich. Also es haben natürlich auch viele Leute angefragt, die praktisch eine strafrechtliche Verurteilung hatten. Da war dann eben die Frage, wie es damit umzugehen. Also wenn wir uns den Gesetzeswortlaut angucken, ist das dann unter Zuwiderhandlung im Straßenverkehr zu subsumieren auch eine strafrechtliche Verurteilung oder kommen wir da eher in den Bereich Missbrauch rein? Ja, und da haben wir eigentlich den Punkt, bisher habe ich keinen Mandanten durchbekommen, der eine strafrechtliche Verurteilung hatte. Wir haben da auch noch nicht geklagt oder so weiter, weil wir natürlich immer jetzt auch gucken müssen, ist das von Erfolg gekrönt? Also haben wir da überhaupt eine Chance? Ja, im Fahrerlaubnisrecht haben wir ja immer das Problem, wenn die Mandanten keine Fahrerlaubnis haben und wir wollen das gerichtlich durchsetzen, dann fällt uns das auf die Füße, dass die Gerichte teilweise langsam sind. Solange die Gerichte nicht entschieden haben, kriegst du deine Fahrerlaubnis nicht. Ja? Also du kannst nicht sagen, ach, ich unterwerfe mich dem Ganzen, mache jetzt eine MPU, damit ich schnell meinen Führerschein bekomme und dann verklage ich die. Also man könnte das mit so rechtlichen Konstruktionen zwar machen, aber da hat keiner mehr so richtig Nerv drauf. Es ist so ein bisschen der Punkt, dass man sich teilweise auch Anordnungen unterwirft, die man nicht als rechtmäßig erachtet, weil man dann von dem Gedanken praktisch beseelt ist, möglichst schnell seine Fahrerlaubnis wiederbekommen zu können. Ja? Und das sind dann die Fälle, wo der Mandant dann häufig dann sich doch entscheidet, eine MPU zu machen. Wir müssen uns ja auch in den Reihen versetzen. In dem Moment war das so, die haben teilweise schon ihre Abstinenz gemacht, halbes Jahr, Jahr Abstinenz. Und plötzlich kam das am 1.4. und dann war auch die große Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Also gehe ich jetzt noch zur MPU hin, habe ja alles, um das erfolgreich zu bestehen, weil wir ja auch alle dann natürlich auch Zweifel, oder nicht Zweifel hatten, aber die Behörden erstmal nicht reagiert haben. Und da war es schon teilweise der schnellste Weg, einfach eine MPU zu machen. Ich hatte Mandanten, die gesagt haben, ey, der Termin ist übermorgen, ich mache es jetzt einfach, es ist ein Freiversuch. Wenn ich das MPU-Gutachten, wenn das negativ ist, reiche ich es nicht rein, dann probieren wir es darüber. Aber wann kriege ich denn den nächsten Termin? Meine Abstinenzbelege sind da, das ist ja was rein Praktisches. Also Geld ist investiert und Freiversuch unter Anführungsstrichen, wenn man das nötige Kleingeld hat. Ja. Und bei diesen Alkoholfahrten, die nicht Alkohol, sondern den strafrechtlichen Verurteilungen, da sehe ich wahrscheinlich das Problem, dass wir die nicht durchkriegen. Ist nur meine Einschätzung, muss man immer gucken, das sind so Fälle aus Bayern. Da müssen wir auch immer gucken, wie kommen wir überhaupt zu einer strafrechtlichen Verurteilung. Die strafrechtlichen Verurteilungen stehen häufig daraus, es ist irgendwie ein Unfall geschehen. Bei dem Anlass gibt es dann auch irgendwas, ist komisch, auffällig, konnte einen Unfall drehen. Dann findet man das THC im Blut und dann ist klar, das war der Grund. Nüchterne Verkehrsteilnehmer, da passieren einfach keine Unfälle. Das muss die Droge gewesen sein, so nach dem Motto. Und das wäre noch alles nicht so das Problem, dagegen könnte man sich ja wehren. Ja, dann, ne, es wird ein Strafbefehl erlassen, gerade in Verkehrsdelikten häufig, aber mit relativ niedriger ausgesprochener Strafe. Ja. Und das ist immer praktisch, wie die Staatsanwaltschaft und die Gerichte dann agieren, wenn die sich selbst nicht so richtig sicher sind, dass die dann mit niedrigen Strafen ködern. Ah, ein Strafbefehl über 900 Euro, 30 Tagessätze, 30 Euro, Sperre, 9 Monate oder so weiter. Und dann gehst du zum Anwalt und fragst dann, was kostet das Ganze denn, wenn wir uns dagegen wehren? Und dann wird das gleich viel teurer. Und viele Mandanten sagen dann einfach, komm, ich fresse die Bestrafung, gehe das nicht an. Aber dann haben wir natürlich hinter dieses Problem im Rahmen der Wiedererteilung, dann kommen sie nicht mehr von diesem Strafbefehl runter, von diesem Urteil. Ja, das ist dann einfach Fakt. Man hat da praktisch wegen des THC-Einflusses
war man nicht mehr fahrsicher und hat einen Unfall gedreht. Dann kommen wir nicht mehr dran. Da können wir nicht sagen, oh, aber eigentlich war das so oder was weiß ich. Das wird von den Behörden und auch von den MPU-Stellen dann einfach als Fakt behandelt. Und diese Leute haben dann eben Probleme und es lässt sich doch ganz klar die Tendenz feststellen, dass die Bayern da einfach sehr aktiv waren. Waren die schon immer? Ja, also ich hatte da Fälle bei Würzburg, was weiß ich, mit 2 Nanogramm haben die da versucht, den Leuten strafrechtliche Verurteilungen reinzudrücken. Und das hat auch teilweise geklappt. Ja, also jetzt nicht bei mir, aber man sieht ja dann die Leute, die dann kommen und fragen, ey, können wir was machen? Weil wir da das Zusammenspiel haben, Polizisten, die sehr darauf geschult sind und natürlich auch ihre Kandidaten haben, also was ich als Polizist sehen möchte, werde ich sehen. Und er schreibt das dann schön in Protokoll, weil die Leute bei diesen Testungen mitgemacht haben. Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist dann immer noch dieser Irrglaube, dann werde ich zum Arzt gebracht. Davor wurde die Blutentnahme angeordnet und mir wurde auch noch gesagt, wehren darfst du dich nicht, weil sonst Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dann denkt man als Normalbürger, oh Mist, jetzt bin ich in einer blöden Situation, da mache ich dann doch mal mit. Und wenn dann der Arzt von mir auch noch fordert, irgendwelche Sachen zu machen, mache ich das. Und die Ärzte waren dann eben auch oder sind meines Erachtens da auch recht voreingenommen und haben dann auch in diese ärztlichen Protokolle irgendwas, Lidflattern, was weiß ich was geschrieben. Und dann werden die Karten, sind dann schon langsam schlecht verteilt. Ja? Und wie gesagt, auffällig ist da, finde ich, auf jeden Fall diese Häufung in Bayern, dass da mit eigentlich unbedenklichen THC-Werten dennoch strafrechtliche Verurteilungen bei rumkamen. Und ja, das sind die Fälle, die da Probleme machen und wahrscheinlich auch noch in Zukunft Probleme bereiten werden. Ja. Andere Fälle, die jetzt mir über den Weg gelaufen sind, das ist Sachsen und Sachsen-Anhalt, da waren die Mandanten, ich kenne die Beweggründe war nicht, warum die ihre negativen MPU-Gutachten beigebracht haben, aber da stellt sich jetzt die Fahrerlaubnisbehörde auf den Standpunkt, negatives Gutachten ist ja was Ärztliches oder so weiter. Ihr kriegt die Fahrerlaubnis nicht, weil wir haben hier ja praktisch ein ärztliches Gutachten, diese 2a, dass da Cannabis missbraucht wurde. Ich hatte doch einen Arzt hier so festgestellt. Wie kommt der zu der Wertung? Das ist dann immer diese Frage. Bei der MPU muss der auch immer angeben, hey, wann wurde das letzte Mal gekifft vor dem Delikt sozusagen? Und wenn man da den Zeitraum zu weit nach hinten verschoben hat, auch wenn das wahrheitsgemäß war, hatten die bei der MPU, haben die immer ihre Werte, sie sagen, ey, aktives THC beim gelegentlichen Kiffer nie länger als 12 Stunden im Blut. Und wenn das bei dir aber der Fall ist, dann lügst du. Oder du bist ein Heavy User, also so oder so, du hast was verborgen, du hast in der MPU gelogen, boom, durchgefallen und Anzeichen für Missbrauch. Und wie gesagt, ich weiß nicht, warum die Mandanten diese MPU-Gutachten eingereicht haben, aber das ist jetzt so ein Kampf, der auch als nächstes wieder entbrennen wird. Ist das wirklich ein Gutachten im Sinne des Paragraphen 13a? Ja, also ein MPU-Gutachten, das vor dem 1. April 2024 erstellt wurde, mit ganz anderen Parametern. Hat das überhaupt noch eine Gültigkeit oder ist das eigentlich inhaltlich gegenstandslos? Weil diese ganze zugrunde liegende Wertung doch jetzt eigentlich so eine Art Shift durchlaufen müsste. Cannabis raus aus dem BTMG. Das sind dann eben die Fragen, die jetzt wahrscheinlich die Gerichte klären müssen. Und das ist jetzt auch das Interessante überhaupt an dem Thema. Wir haben einen Gesetzestext, wir haben eine Begründung, aber das muss ja alles jetzt erstmal mit Leben erfüllt werden. Was machen die Gerichte daraus? Ja? Und das ist praktisch, wo wir alle am Spekulieren sind. Wir haben jetzt nur die ersten Tendenzen, die haben wir ja aus dem Strafrecht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diese BGH-Entscheidung zu der nicht geringen Menge. Der Gesetzgeber hat ja den Strafgerichten aufgegeben, eine nicht geringe Menge praktisch festzulegen. In den neuen geschaffenen Normen des Konsum-Cannabis-Gesetzes strafrechtlicher Natur. Und hatte dabei den Gerichten auch noch aufgegeben, das mal angemessen hochzusetzen. Die alte Grenze waren 7,5 Gramm aktives THC. Und da meinte der Gesetzgeber, ey, ich selbst mache das nicht, aber ihr macht das. Aber unter der Wertung des neu geschaffenen Konsum-Cannabis-Gesetzes. Und da haben wir vom BGH ja eine mega Klatsche kassiert. Die haben gesagt, nein, machen wir nicht. Ja, mit teilweise schräger Begründung, finde ich. Und was für mich nur jetzt für das Fahrerlaubnisrecht relevant ist, deswegen erwähne ich das, es lässt sich so eine Tendenz erkennen.
Ich befürchte fast, dass die Gerichte uns nicht großartig helfen werden. Ja, die haben einfach über Jahrzehnte ihren Schuh gefahren und die scheinen nicht richtig überzeugt zu sein von der Ampelkoalition, von den verabschiedeten Gesetzen. Und ich befürchte ein bisschen, dass die versuchen werden, das alte System so weit wie möglich da zu retten. Müssen wir aber gucken. Also was ich meinte am Anfang, das ist Spekulation. Ich hoffe nicht. Aber es steht ein bisschen zu befürchten. Ja, ihr habt ja auch mitbekommen, dass jetzt diese Grenze angehoben werden soll auf 3,5 Nanogramm. Es ist durch diverse Lesungen jetzt schon durch, glaube ich, Bundestag, Bundesrat. Da gibt es aber noch kleinere Diskussionen, so wie mir berichtet wurde. Ich bin jetzt auch nicht in der Politik aktiv. Was hätte das für Folgen? Wenn wir hier gucken, diese wiederholten Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr, das kann ja dann eigentlich nur gemeint sein ab 3,5, also die ganzen Altfälle werden sich praktisch aufgelöst haben. Ja, also das ist die Hoffnung. Wichtig ist es natürlich für die Bußgeldverfahren, die alle noch laufen. Also es wird bis zum heutigen Tag werden Bußgeldbescheide erlassen mit einem Nanogramm bis 3, also alles ab einem Nanogramm wird weiter geahndet. Da muss man sich einfach immer noch wehren. Ja? Aber ich denke, wenn diese Änderung kommt, haben wir dann wirklich diesen Punkt, dass die Leute unter 3,5 zumindest safe sind. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein wirklich wichtiger Schritt. Das ist jetzt nicht der allumfassende Befreiungsschlag gewesen, aber es waren wirklich viele Leute, die da mega Probleme bekommen haben für den Joint am Abend davor oder was weiß ich. Also, ne, es ist eigentlich durch nichts zu rechtfertigen gewesen, wie die Leute da drangsaliert wurden, aber das ist passiert und da wird eine Erleichterung hoffentlich eintreten. Das ist eben auch relevant eben für diese Frage, was ich gerade meinte. Es war ja immer so, du darfst Cannabis konsumieren, du musst den Konsum aber vom Führen eines Fahrzeugs trennen. Und da hat die Rechtsprechung immer wie im Bußgeldverfahren, auch für das Fahrerlaubnisverfahren, einfach 1,0 Nanogramm angenommen. Und da ist jetzt eben auch der Punkt, dass das dann angehoben wird, auch auf 3,5 eben. Ja? Und dass eigentlich dann erst Maßnahmen erfolgen können. Ja? Alles unter 3,5 ist dann eigentlich irrelevant. Zumindest für alle Leute über 21, die keine Fahranfänger sind. Ja? Da kann ich ja jetzt noch mal kurz was zeigen, was jetzt in der Planung ist. Was ich jetzt nicht ganz uninteressant finde, ist dann diese Schaffung von neuen Bußgeldnormen. Hier haben wir diesen 24a, den kennen wir ja alle noch aus alten Zeiten. Der interessiert uns nicht, das ist ja immer Alkohol, aber jetzt hier, ne, der 24a Absatz 1a, das ist eben das, was kommen soll. Bekannt ist eben nur die Anhebung mit dem 3,5, was jetzt für andere Leute oder was jetzt wirklich neu ist, ist der 24a Absatz 2a, das ist dieser hier, ja, das Alkoholverbot für Cannabiskonsumenten und Cannabis, ja, das ist so ein bisschen, das wird neu sein, das ist wow, 1000 Euro, ja? Also muss man sich reinziehen, eigentlich wollen die das strikt trennen. Ja? Also wer Cannabis konsumiert, darf kein Alkohol konsumieren, wer Alkohol konsumiert, darf kein Cannabis konsumieren, strikte Trennung. Also man meint sich da auf Forschung irgendwie beziehen zu können, dass das dann in Wechselwirkungen erhebliche Gefährdungen, aber ey, halte ich wirklich für gefährlich. Also das weiß ich nicht, was eure Auffassung ist, können wir uns ja hinterher mal drüber unterhalten, aber immer diese 0,2 Promille, also uns allen klar, wenn du häufiger kiffst, wirst du ein Problem selbst mit der 3,5 Nanogramm Grenze kriegen, dann noch mal ein Bierchen trinken, dann bist du gleich mit 1000 Euro dabei, Monat Fahrverbot, 2 Punkte und bist du dann wieder in einem Missbrauch drin, also das ist bitter und dann sehen wir auch nochmal, der Gesetzgeber liebt die Jugend, ja, also das ist die alte Philosophie, ne? Schwarze Pädagogik, deine Eltern haben 5000 Euro für einen Führerschein aufgebracht, das scheinen ja mittlerweile die Tarife für Führerscheine zu sein, man muss da seine Kinder wirklich interviewen, ob die auch mal kiffen, weil für die ändert sich nichts, ne? Also es ist weiter diese 1-Nanogramm-Grenze. Das Alkoholverbot hatten wir ja schon immer, aber 1 Nanogramm gilt für die weiter fort. Ja, also das,
und dann das Programm. Ja, also die werden dann keine MPU aufgedrückt bekommen gleich. Aber es ist, dass du ja auch so Seminare für drogenauffällige Fahranfänger, die kosten ja auch alle Geld. Ja? Also wir reden hier dann darüber, wie sich so eine Kette dann wieder fortspinnt. Ja? Also ich meine, ich bin hier Anwalt in Kreuzberg, Neukölln, da sind die Kontrollen dichter. Deine Eltern haben die Kohle aufgebaut, du kommst vielleicht nicht aus dem reichsten Elternhaus. Ey, das ist eine richtige Katastrophe. Und klar wünschen wir uns alle Kinder keine Drogen, kein Cannabis, kein Alkohol. Die gehen in die Kirche, beten, machen Sport, bla bla bla. Wie realistisch ist das Ganze? Ja? Und die kriegen es voll übergebraten, hat sich nichts geändert. Aber ich frage mich, wie man es zu rechtfertigen ist. Ihr kennt ja alle ein bisschen diese Gutachten so. Das ist doch dieser alte Schuh, Nachweisgrenze, Wirkgrenze, selbst die 3,5 sind ja recht niedrig. Und da weiter mit einem Nanogramm ankommt, wo ist die Gefährdung? Also wo, ich denke auch, das müsste man vor das Bundesverfassungsgericht dann zehren, weil ich finde, das ist nicht mehr zu rechtfertigen. Ja, also das ist ja eine Gefahreneinschätzung, die vorgenommen wurde. Ja, und ey, dass da wirklich da 19-Jährige werden mit einem Nanogramm in die Mühlen der Justiz geraten und dann als nächstes verlieren sie den Führerschein, dann fahren sie ohne Fahrerlaubnis, bla bla. So spinnen sich ja Geschichten fort, ne? Der Arbeitsmarkt wird gleich blockiert. Also das ist wie immer gut gemeint, aber sag ich mal, so welche Helfer brauchst du, denke ich, nicht. Ja, also ich glaube nicht, dass das der Ansatz ist. Es ist dieser alte Ansatz, ja, über Strafen und auch die Fahrerlaubnis, die Leute zu erziehen, als ob da ja, beim 18-, 19-Jährigen irgendwas ankommen würde, der Gestalt, sehe ich nicht so. Aber müssen wir sehen, das ist das eben, was kommt, mit ziemlicher Sicherheit, dass dann immer ein lachendes, ein weinendes Auge, Anhebung auf 3,5 ist. Immerhin nicht das, was man sich immer erwünscht hat, aber es ist auf jeden Fall schon ein maßgeblicher Schritt in die richtige Richtung. Aber sowas lässt dann wieder ein bisschen sprachlos zurück. Ja. Was uns bei dieser Neuerung jetzt, ich hoffe, ich habe das halbwegs klar gemacht. Es gibt eine, deutschlandweit ist es einfach so, ein Verstoß, kriegst du scheiß Bußgeld, das ist alles empfindlich, es tut dir weh. Aber dein Lappen ist nicht unmittelbar in Gefahr. Ja? Das ist im Moment, was die Behörden deutschlandweit ausmachen aus der Neuerung. Ja? Mit diesem 13a. Es ist aber von Anfang an eine Unsicherheit da gewesen, Missbrauch. Ja? Wenn wir uns gleich nochmal den 13a angucken, dann spricht er von Missbrauch. Und hier haben wir zum Beispiel die Anlage 4. Wir haben ja immer begleitend zur Fahrerlaubnisverordnung haben wir Anlagen. Und das wurde für Cannabis, soll das jetzt geändert werden. Ja, wir müssen gucken, 921 Missbrauch, das Füllen von Fahrzeugen und dann Cannabiskonsum mit nicht verbindender Verkehrssicherheit und bla bla bla. Das ist eigentlich so ein bisschen die Definition, die gewählt haben für diese 3,5 Nanogramm. Und mich treibt die Sorge um, dass die doch wieder eine Rolle rückwärts machen werden. Ja, dass sie dann sagen, ey, gucken wir uns den Paragraphen 13 an, machen wir nochmal, wenn ich das geöffnet kriege. Das wird dann dieser Teil sein. Jedoch Anzeichen für Cannabis-Missbrauch vorliegen oder sonst Tatsachen, die Annahme von Cannabis-Missbrauch begründen. Könnte ein Einfallstor sein, wenn wir uns gerade diese Definition in der Anlage angesehen haben. Aber dann wären wir total im Arsch. Also was ich, deswegen hatte ich kurz historisch das ausgeholt. Bis 2019 hast du einen Führerschein verloren beim einmaligen Verstoß. Bundesverwaltungsgericht sagt, nee, das geht nicht, ist unverhältnismäßig. Erstmal MPU. Und ja, dann jetzt die Hoffnung, nein, erst bei zwei Verstoßen. Der erste Verstoß hat eine Art Warnfunktion. Also was ja eigentlich immer so bei Buß- und Strafgeld so ist. So, Mist, ich habe einen Fehler gemacht, kriege eine Strafe, ändere mich, lerne draus. Ja, also wäre doch eigentlich ein natürlicher Reflex. Ja? Und die Chance hat man ja Cannabiskonsumenten nie gegeben. Und jetzt ist eben die Befürchtung, dass die das doch wieder, diesen B aushebeln mit dieser Definition von Cannabismissbrauch. Man unterhält sich da mit Leuten drüber, auch so Verkehrspsychologen. Es macht keinen wirklichen Sinn, dass das passiert. Ja? Also es gibt ja eine Gesetzesbegründung für diesen Paragraph 13a, auch einen Grund hinter dieser Schaffung dieses Paragraphen. Da geht es immer darum,
eine mögliche Annäherung, weitgehendste Annäherung an Alkoholproblematiken. Ja? Und beim Alkohol, da können wir jetzt auch noch mal gucken, das ist der Paragraph 13. Es ist dann auch mal interessant, die nebeneinander zu stellen, den neu geschaffenen 13a und den 13. Was wir bei Cannabis nicht haben, wie beim Alkohol, ist dieser C. Ein Fahrzeug im Straßenverkehr mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille, bla bla. Das haben wir ja beim Cannabis nicht, weil wir da überhaupt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse haben. Wir wissen nicht, ab wann man fahrungeeignet ist, ja, ab wann man körperlich so beeinträchtigt ist, beziehungsweise erreicht man das jemals? Also das, was wir bisher von wissen, spricht ja eher dagegen. Ja, also, aber das ist eben so ein bisschen dieses Thema. Beim Alkohol haben wir Definition von Missbrauch. Ja, also es ist diese 1,6 Promille-Grenze, ab der wird die MPU auferlegt praktisch, wenn man die Fahrerlaubnis verloren hat davor. Muss ich mal vorstellen, du fährst besoffen Auto, Polizist kommt, angehalten, es geht zum Strafrichter hinter, du wirst verurteilt, Paragraph 316 StGB, der Richter entzieht dir die Fahrerlaubnis, nach Ablauf der Sperre beantragst du die Fahrerlaubnis neu und die Fahrerlaubnisbehörde guckt sich dann an, kriegst du die Fahrerlaubnis einfach so oder musst du irgendwas beibringen? Und da war es immer so, ab 1,6 Promille musst du eine MPU machen. Dann gab es vor 5, 6 Jahren eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das sagte, nee, auch schon unter 1,6 Promille, nämlich ab 1,1, wenn du keine Ausfallerscheinung zeigst. Ja, dann warst du einfach giftfest. Aber wenn wir diese Entscheidung mal im Hintergrund behalten, ja, wo dann Alkoholmissbrauch angenommen wird, wo soll das beim Cannabis, was soll das denn sein? Also es gibt nichts Vergleichbares. Also mit 1,6 Promille, das Unfallrisiko exorbitant, du bist total durch. Das gibt es beim Cannabis ja nicht. Und wie gesagt, das ist ein mega krasses Defizit, wo die Möglichkeit natürlich wieder besteht, reinzugehen, wenn man es böse meint und jetzt diese Definition aus der Anlage 4 zu benutzen und dann sagen, ja, ist Missbrauch, Punkt. Und das sind doch hier bei dem 13a die Möglichkeit, das zu machen. Wir haben jetzt eine erste Behörde in Nordrhein-Westfalen, die das so macht. Die sagen eben, Verstoß ab 3,5 Nanogramm, kriegst den Führerschein nicht wieder, weil es Missbrauch. Die werden wir jetzt verklagen mit dem Handverband zusammen. Müssen wir gucken, das ist zum Glück in Nordrhein-Westfalen, weil als Anwalt guckt man ja auch immer, in welchen Bundesländern möchte ich gern vor Gericht erscheinen, so Land des Bösen, Baden-Württemberg, weil die sind sehr schnell, sehr gut und sehr bösartig, möchte es nicht landen. Bayern geht sogar im Fahrerlaubnisrecht, aber wir haben natürlich schon immer dieses Nord-Süd-Gefälle und Nordrhein-Westfalen ist eigentlich ein neutrales Bundesland, aber auch respektiert, ja, also in jetzt MacPom oder so ist das dann wieder ein bisschen anders. Also wenn du damit Entscheidung VG Greifswald durch, das hat nicht die Überzeugungskraft, wenn das dann hinter eine Entscheidung wie aus Nordrhein-Westfalen ist. Aber das sind jetzt eben diese Gefahren, die bei uns dann drohen. Was im Übrigen eine totale Katastrophe für die Fahrerlaubnisbehörden ist. Ne? Also die saufen ja eh gerade ab. Also zumindest hier in Berlin, aber ich glaube deutschlandweit. Die sind total überfordert. Die haben den Gesetzestext eindeutig so interpretiert, haben ihre Praxis angepasst, reichen die Führerscheine jetzt wieder raus. Und wenn sich jetzt diese negative Interpretation durchsetzt, dann müssen die ganzen Akten wieder aufmachen. Also die können dann einen Dienst einstellen. Also deswegen hoffe ich, dass das nicht passieren wird. Weil wie gesagt, die Intention ist ja klar. Wir kennen alle dieses Sachverständigengutachten, na, mit, ey, vergleichbar mit 0,2 Promille, also von der Gefährdung 3,5 und da na, wussten wir auch, 3,5 ist selbst dazu niedrig. Ja, ist ja irgendwo ein politischer Kompromiss, der getätigt wurde. Und dass man da jetzt irgendwie wegen einer Fahrt da plötzlich sagt, hier muss dies und das machen, ist im Bereich des Möglichen. Ich hoffe nur, dass sich das nicht durchsetzt, weil dann wäre nicht viel übrig geblieben, ne, von der Feier. Da hätten wir jetzt einfach ein kurzes Zeitfenster, was sich geöffnet hat, wo die Behörden nicht Bescheid wussten, wo man dann seinen Führerschein wiederbekommen hat und das Fenster, das sich dann wieder schließt. Ja, hoffen wir mal, dass das nicht passiert.
Ja, zu dem Bußgeldverfahren, zu den laufenden, wollte ich noch zwei Entscheidungen kurz vorstellen. Kann ich auch kurz mündlich referieren, das ist ja jetzt nicht so entscheidend. Haben wir eine Entscheidung vom Amtsgericht Dortmund gehabt, die gesagt haben, haben jemanden freigesprochen, der mit 3 Nanogramm erwischt wurde im Straßenverkehr. Haben dann von antizipierten Sachverständigengutachten gesprochen, ist nicht mehr zu rechtfertigen, eine Verurteilung. Das ist das Amtsgericht Dortmund, hat dann den freigesprochen. Es gibt jetzt aber eine jüngere Entscheidung des Bayerischen Oberlandesgerichts, die sagen, ne, Gesetz ist, also 1 Nanogramm ist 1 Nanogramm, solange das nicht kodifiziert wurde, machen wir das weiter. Ja, das heißt nur bei allen Fällen Einsprüche einlegen, Zeit schinden. Und wenn es jetzt kommt, wenn die Ampel hält bis zur Verabschiedung, dann werden die Dinger gewonnen werden, praktisch. Ja. Ich finde es natürlich hier als Vortragender ein bisschen schwer, als Anwalt lebt man ja ein bisschen so von auch Rechtsprechung und so. So viel gibt es leider im Moment noch gar nicht. Ja. Ich kann nur von der Praxis berichten, wie sich die für mich darstellt im Moment. Und das ist natürlich, wow, schon auch eine Befreiung eben. Aber man merkt, wie die Geier jetzt wieder so ein bisschen kreisen. Und wir haben eben mit Behörden zu tun. Die meisten wollen nicht selbst entscheiden, großartig. Die gucken ein bisschen rechts, links, was macht der, was macht die. Und passt man das so an? Und es, da ist jetzt eben diese Frage, wird das in nächster Zeit durch die Rechtsprechung weiter im Sinne des Gesetzgebers hoffentlich behandelt oder wird sich diese alte Sicht wieder durchsetzen? Da sind wir alle am Spekulieren. Also, wie gesagt, ja. Vielleicht noch ein anderes Thema, der 14, früher habe ich das einmal erläutert, da wurde das Cannabis ja unter anderem auch behandelt. Ich weiß nicht, ob ihr selbst mal solche Fälle erlebt habt, aber diese unsäglichen Dinger, du bist mit 5 Gramm Cannabis erwischt worden und dann ärztliches Gutachten wird angeordnet von der Fahrerlaubnisbehörde. Das ist jetzt zum Tod, ja, das ist ja ganz gut, also ich meine, die meisten haben da eh nichts mehr gemacht, wobei in Brandenburg hatte ich immer mal wieder Fälle. Es gab da immer so einzelne Behörden, die da irgendwie die letzten 20 Jahre verschlafen haben, was ja immer auch gefährlich werden kann. Also ist ja immer wieder das Gleiche. Du kannst nicht irgendwie auf das Recht hoffen und beten, sondern du musst dann auch dein Schicksal in die Hand nehmen und dich wehren. Ja? Aber das ist jetzt eben auch durch diese Änderung in der Fahrerlaubnisverordnung hinfällig geworden. Der bloße Besitz meines Erachtens von Cannabis jetzt, keine Gefahren mehr wie früher. Und was noch eine entscheidende Änderung ist in dieser Anlage 4, da hatten wir ja früher immer den berühmt-berüchtigten regelmäßige Einnahme von Cannabis. Ich habe das hier mal. Das war die alte Regelung, ne? Und das war ja immer diese Carbonsäure. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Das werden ja bei einer Blutentnahme dann immer unterschiedlich, den aktive THC-Wert, dann Carbonsäurewert. Und es war ja immer diese Rechtsprechung, ab 150 regelmäßiger Konsum, sofortiger Entzug der Fahrerlaubnis. Das ist jetzt auch ein Ding der Geschichte. Ja? Also wie soll es auch anders laufen? Ich meine, du darfst im Verein sein, 50 Gramm im Monat bekommen, also ja, die würden ja einfach die Listen einsammeln können und den Leuten die Fahrerlaubnis wegnehmen können. Also, und dann geht natürlich auch wieder niemand im Verein kontraproduktiv. Ja? Das ist eigentlich jetzt zum Glück ein Ding der Vergangenheit. Ja. Aber ey, schießt mal los, ihr habt bestimmt irgendwie 100 Fragen, dass wir so ein bisschen hier das ein bisschen lockerer gestalten. Aber ich denke, ich wollte nur mal kurz den Rahmen darstellen. Gibt es bei euch irgendwelche Fragen? Die NPU ist ja eigentlich nicht immer zwingend, obwohl das immer so suggeriert wird, weil in der Anlage 4 in der Fahrerlaubnisverordnung ist ja die Einjahresfrist. Die wird ja oftmals gar nicht berücksichtigt, selbst von den Leuten selber nicht berücksichtigt. Es gibt eine sogenannte Einjahresfrist in der Anlage zur Fahrerlaubnisverordnung. In Anlage 4 ist es, glaube ich. Ja. So, wenn man ja erwischt worden ist, in der alten Rechtsprechung hätte man ja sofort aufhören müssen mit dem Konsum. Und da im Grunde genommen nach 6 Monaten schon das erste Mal eine Haaranalyse zu machen, ja, beziehungsweise dann die zweite nach 12 Monaten. Und dann wäre die Fahrerlaubnisbehörde ja nicht mehr in der Lage, die Uneignung zu unterstellen, weil ja diese Jahresfrist eben
Und die Rechtsprechung dazu eben so ist, dass ab der Jahresfrist, weil man ja nicht unendlich jemanden unterstellen kann, er sei nicht geeignet. Wieso hat das so wenig Beachtung insgesamt, in der Vergangenheit vor allen Dingen? Ich glaube, da ist ein Irrtum in der Hinsicht, das mit der Einjahresfrist. Also richtig ist, wenn eine Behörde nach über einem Jahr auf dich zukommt und irgendwas, was ich den regelmäßigen Konsum nachgewiesen hatte anhand der Carbonsäurewerte, dann konnten die nicht plötzlich nach einem Jahr aus irgendeiner Untätigkeit, man weiß nicht, warum die Behörde nichts gemacht hat, dir die Fahrerlaubnis einfach so wegnehmen. Stimmt, gab es Rechtsprechung in Bayern. Aber das ist ja gerade, was dir nicht gewährt wurde. Die Fahrerlaubnisbehörde hat dir immer gleich die Fahrerlaubnis entzogen, weil sie von einer bestehenden Ungeeignetheit ausgegangen ist, bei regelmäßigem Konsum zum Beispiel. Und in dem Moment, wo du ungeeignet bist, bist du aus dem Verkehr zu entfernen, weil du eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellst. Also man kann ja nicht sagen, oh, wir warten jetzt ab oder was weiß ich, bis du deine Abstinenz nachgewiesen hast. Ja? Und dementsprechend war das dann eigentlich dein Problem. Also wenn die in kürzerer Zeit auf dich zukamen, und das haben die hier geschafft, warst du deine Fahrerlaubnis los und musstest selbst eben praktisch die Voraussetzung für die Wiedererteilung schaffen. Weiterer Gedanke eben, oftmals haben die Leute eben auch ihre Bedenken gegenüber der MPU und so weiter. Und versuchen das natürlich aus dem Weg zu gehen, oftmals dann mit Klagen und so, die dann nicht erfolgreich waren. So, und was mir halt aufgefallen ist aus der Vergangenheit, dass viele eben das gar nicht so beachtet haben, auch für sich selber, um für sich die Situation, wenn die Konfrontation mit den Behörden kommt, zu sagen, ey, ihr könnt mir hier nicht ewig unterstellen, ich sei nicht geeignet. Ja, nur eigentlich, wenn die Behörden nicht so total verschlafen sind, warst du deine Fahrerlaubnis ja immer los. Und dann musstest du eigentlich ja deine Eignung wieder beweisen. Du warst also beweispflichtig. Deswegen habe ich jetzt nicht allzu viele Fälle, wo das relevant war. Also das habe ich in Hessen, in Hessen sind irgendwie manchmal erstaunlich lahm, weiß auch nicht, warum das so ist. Da konnte ich ein paar Mal mit dem Argument ziehen, aber wie gesagt, so Berlin, was weiß ich was, die sind einfach viel zu schnell, also die kriegen das gebacken. Liegt ja auch oftmals an den Betroffenen selber, dass da dieser Gedanke gar nicht aufkommt, sondern einfach, ne, stur sagt, okay, da ist die Behörde, ich kämpfe jetzt gegen die. Ich meine, man muss ja auch verstehen, worum es bei einer MPU geht. Ich meine, keiner von uns will ja überfahren werden von irgendjemand, der nicht in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen. Ne? Und ich habe so das Gefühl, auch viele Betroffene verstehen das auch schon, den Ansatz, den Grundsatz einfach nicht bei, bei dieser Geschichte. Und daher ja, das ist natürlich nur, dass auch viel Angst mit im Spiel ist. Also wir können ja auch nochmal über die MPU sprechen, das wird jetzt auch interessant, wie sieht das da überhaupt aus? Ich kann da jetzt noch gar nicht so viel darüber berichten, weil es erst so nächsten Monat hier ein Treffen gibt von der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Die müssen sich ja auch erstmal auf den Fahrweg einigen. Aber ich habe hier mal diese Richtlinien dabei. Die sind natürlich jetzt irgendwie veraltet und die hauen alle ja von vorne bis hinten nicht mehr hin. Also ich meine, du bist früher ja durch die MPU gerasselt, wenn du gesagt hast so, boah, ich konsumiere Cannabis, weil es weniger gefährlich als Alkohol, dann hast du verharmlost, du warst durchgefallen in einem Moment. Wenn du da gesagt hättest, ich bin hier Mitglied im Hanfverband, du bist durchgefallen. Ja, also es ist ja, habe ich zumindest erlebt. Also wenn man sich das so anguckt, also irre. Also es war ja wirklich, darf man nie vergessen, ein inquisitorisches Verfahren bei der MPU mit einem geschlossenen Hypothesenkreis. Ja, und dagegen hast du die Fresse zu halten. Also du musst ganz klar, wer oben, wer unten ist, sonst hast du das Spiel nicht verstanden. Ja, und das wird da echt spannend, was sich da jetzt ändern wird. Ja, also können die das noch mit der Abstinenz weitermachen? Das ist der Einstellungswandel. Man früher konnte natürlich sagen, ey, du konsumierst eine illegale Droge. Das ist nicht zu viel verlangt, das zu unterlassen. Aber jetzt? Können die das noch von dir verlangen? Verlangt man vom Alkoholiker ja auch nicht. Also Alkoholiker, wenn du einen totalen Verlust hast, ja, vielleicht. Aber jetzt mit den Werten, die die Leute häufig haben, ist das überhaupt dann in der Hinsicht noch zeitgemäß und wird da eine Anpassung erfolgen? Ja, und wie sieht die Anpassung dann aus? Und wir haben da natürlich
weil du das so erwähnt hast, eben, dass viele nicht wissen, wofür es da ist. Es stimmt schon, aber es ist eben dieses absolute Machtungleichgewicht, was von Anfang an da war. Also wenn deine Existenz davon abhängt, du hast sehr viel Geld bezahlt, wo findest du Informationen? Wie bestehe ich überhaupt eine MPU? Was erwartet mich da? Ich gucke mal im Internet. Es sind ja auch nicht nur nette Sachen, die man im Internet da berichtet findet. Ja, also natürlich schreiben nicht die Leute, die jetzt die MPU bestanden haben, ist ja was Menschliches. Boah, Problem gelöst, Problem weg, sondern die, die es nicht bestanden haben. Und dann werden da natürlich auch Bilder skizziert, die auch eine Verzerrung darstellen. Aber es ändert nichts daran, dass, glaube ich, das Institut der MPU gerade im Hinsicht Cannabis von vielen nicht als fair angesehen wurde und das auch zu Recht nicht. Und ich muss auch immer sagen, die schlimmsten Mandanten waren die Ehrlichen. Ja, also musstest du echt sagen, spar dir das Geld. Also was ich gerade schon mal meinte, so wie du hast vor 18 Stunden gekifft, wenn du das sagst, 18 Stunden vor der Blutentnahme, bist du durchgefallen. Also ja, also du musst es anpassen. Und das ist schon bitter. Also, dass wir ein System da geschaffen haben, wo du angehalten wirst zum Lügen, weil mit der Wahrheit dringst du nicht durch, das finde ich schon hart. Ja? Und ich fand das ja jetzt auch im Vorfeld, ich kriege so eine Zeitschrift Blutalkohol vom Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, die beschäftigen sich so viel damit. Ich muss dafür bezahlen, die Gerichte kriegen das kostenlos, naja, so ist das Leben. Auf jeden Fall, da veröffentlichen dann immer die DEKRA und was weiß ich, haben da im Vorfeld vor dem 1. April natürlich auch CETA und Mordio geschrien, ja, also was da auf uns zukommen wird. Und die haben sich, teilweise waren die sich nicht zu blöd, aus ihren Studiengruppen, also aus diesen, die haben dann ihre Fälle analysiert und haben dann praktisch das genommen, was die Klienten beschrieben haben, um die Gefährlichkeit darzustellen von THC, auch schon mit einem Nanogramm, 1,5. Du musstest ja immer, wenn du in eine MPU gehst, eine Story zum Besten geben. Ja? Und wenn du keine Story hast, bist du durchgefallen. Also ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber die haben dann diese Angaben genommen, um die Gefährlichkeit des Ganzen darzustellen. Und dann sind sich nie klar darüber geworden, wenn du jetzt zum Beispiel diese alten Hexenprozesse, wenn du einen Inquisitor gefragt hättest, wen hast du da verbrannt, dann hätte er gesagt, eine Hexe, die hat selbst zugegeben, die hat unter Folter gestanden, aber sie hat es gestanden. Ja? Und so kommt mir das auch bei diesen MPU-Gutachten vor. Das wiederholt sich ja dann einfach. Der Mandant, der Klient hat das doch beschrieben. Er hat da was auch gespürt oder hat da einen Fehler gemacht. Der räumt das ja auch ein. Aber das Problem, dass sie nicht begreifen, wenn er es nicht einräumt, weiß er, dass er durchgerasselt ist. Und das dann als Bestätigung für die Gefährlichkeit von THC zu nehmen, alles so ein bisschen merkwürdig. Und dann merkt man natürlich auch wieder, dass man in diesem Glaubenskampf drin ist, der eigentlich nur über Wissenschaft aufzulösen ist. Und ich denke, das ist auch, was wir jetzt im Straßenverkehr schaffen müssen. Ich mache ja auch viel Cannabis als Medizin. Meines Wissens gibt es bisher nur eine Studie in Deutschland von der Uni Heidelberg zu Cannabispatienten. Warum gibt es erst eine Studie? Ja, das ist jetzt, das sind doch auch 7 Jahre, was weiß ich, das ist doch eine lange Zeit. Und meines Erachtens wird da jetzt der Hauptaugenmerk draufgehen müssen, Studien, Studien, Studien. Weil wir wollen aus dem Bereich des Glaubens raus. Solange der Glaube vorherrschend ist, haben wir ein Problem. Und Glaube, der sich mit Recht paart, ist Horror. Ja, das ist der Iran, da kannst du Homosexuelle steinigen. Also es ist der Glaube, das dir erlaubt. Und wir müssen hier Wissenschaft reinbringen. Und ich glaube, wir haben dann alle auch keine Probleme, dass dann irgendwie unser Verkehrsverhalten der Wissenschaft anzupassen, aber nicht irgendwelchen so hohlen Phrasen und Lippenbekenntnissen, dass man ein schlimmer Sünder ist, weil man eine Cannabispflanze zu Hause hat oder so. Ich würde gerne noch eine Ergänzung sagen. Hm. Bei der MPU geht es ja nicht darum, im Grunde genommen, dass man nicht konsumiert, sondern dass man Konsum und Fahren trennen kann. Das ist ein entscheidender Faktor, den, glaube ich, ja, viele nicht erkennen. Weil wenn es darum geht, die Unwahrheit zu sagen, um Geschichten zu erzählen, um aus der Nummer rauszukommen, bin ich anderer Meinung, sondern es ja, ist, gut, glaube ich, besser zu verstehen. Aber du sprichst die D4-Variante an. Das war ja immer Trennungsvermögen praktisch. Aber wie lange hat die in Schattendasein geführt? Ewigkeit. Also wenn Mandanten zu mir kamen...
Ja, nee, weil die Leute, du nimmst es ja nicht mehr auf, wenn die Leute durchfallen. Ja, also es war, wir können das noch mal kurz darstellen. Also eigentlich waren bei Cannabis immer zwei Varianten für die MPU entscheidend oder relevant. Die D3-Variante, D4-Variante. D3-Variante heißt, ey, du bist auffällig geworden im Straßenverkehr, was weiß ich, über einem Nanogramm war das immer. Und du musst jetzt einen Einstellungswandel darlegen. Ja, du musst deinen Einstellungswandel zu Cannabis dergestalt darlegen, dass du aufhörst zu konsumieren. Und damit dieser Einstellungswandel glaubhaft ist, mindestens ein halbes Jahr Abstinenz. Das war der übliche Weg, das war die sichere Variante, die D3-Variante. Also, wenn man dann zu dir kam, vor 2-3 Jahren, die Werte waren okay, kein regelmäßiger Konsum und was weiß ich was, sondern einfach nur, okay, normale Cannabisfahrt ab einem Nanogramm, hast du immer gleich gesagt, beginn sofort mit der Abstinenz, wenn der Führerschein dir wichtig ist. Weil wir gehen die D3-Variante. Aber ich lege dir auch da, es gibt sowas wie die D4-Variante, das ist eben das Trennungsvermögen. Ja? Und das war dann immer eher bei niedrigen Werten überhaupt möglich, aber du musstest ja einen Gutachter verkaufen, dass du weiter ein illegales Betäubungsmittel konsumierst, das nicht zu hochprozentig sein darf, also THC-lastig. Du darfst aber auch nicht selbst anbauen, weil das geht gar nicht. Wie willst du denn auf dem Schwarzmarkt das gewährleisten? Also so, von der Story her, wie willst du gewährleisten, dass das dir möglich sein soll? Ja, ja, aber du durftest es ja auch nicht anders machen, deswegen hatte die D4-Variante ja so lange ein Schattendasein. Und das stimmt schon, dass das ein bisschen weiter aufgegangen ist, die D4-Variante. Also in den letzten Jahren hatte man ein paar auch MPU-Stellen, die sich darauf ein bisschen spezialisiert haben, die da auf jeden Fall nicht so total feindlich dem Ganzen gegenüberstanden, wo du auch eher praktisch deine gesteigertes Wissen über THC darlegen musstest. Ja, du hast einfach das nicht gewusst, wie lange ist es im Blut und so weiter. Und dann konntest du dann darlegen, hey, ich habe jetzt mithilfe eines Verkehrssüchtigen mir über die Wirkweise und so weiter Gedanken gemacht. Wir haben daran gearbeitet und ich weiß jetzt, ey, mindestens 48 Stunden, um ganz sicher zu gehen. Und ich habe natürlich auch nicht jetzt einmal die Woche gekifft, sondern das war so 3-4 Mal im Jahr, nie in Kombination mit Alkohol. Ne. Da war das möglich. Aber du musst ja immer klar machen, man investiert eine Menge Geld. 800 Euro war das damals. Und möchtest es, wenn es geht, ja auch bestehen. Und wenn irgendwo möglich, haben sich die Leute dann meistens für die D3-Variante entschieden. Ja? Und es war ja dann einfach auch wieder immer, wo es sich hinten gebissen hat. Du musstest eben auch ab einem Nanogramm, ey, mit Wirkung und was weiß ich was, so, das ist ja dieses Problem immer gewesen. Es hat sich teilweise gebissen, es hat nicht geklappt, es war nicht rund. Das ist ja immer dieses Problem, was wir haben. Es ist noch immer kein rundes System. Ja? Es hat zu viel auf Bestrafung, weniger auf die Gefährlichkeit an sich. Das, ich empfinde es noch immer, so ist meine persönliche Meinung, eher als Art Glaubenskampf. Ja? Und wie gesagt, was wir vielleicht noch mal kurz auch darstellen können, ist diese Speicheltest, was darstellen, ich weiß nicht, ob vielleicht könnt ihr da auch, oder kennt ihr euch da besser aus als ich. Wie geht es jetzt eigentlich all den Leuten, die wirklich mehr kiffen als jetzt ab und an? Also die wahrscheinlich dauerhaft über 3,5 Nanogramm sein werden. Also für die gibt es ja gar keine Erleichterung im Moment. Ja? Man muss ja noch immer sagen, scheiße, Teilnahme am Straßenverkehr ist wirklich gefährlich für dich, weil du wirst wahrscheinlich deinen Führerschein verlieren binnen no time. Ja? Und da ist ja jetzt angedacht, dass mit diesem Speicheltest, dass da eben die Möglichkeit besteht, dass du wirst angehalten von der Polizei, du hast jetzt einfach am Abend vorher gekifft, aber machst das wirklich häufig und du weißt, jeder Metabolismus ist ja unterschiedlich. Ich habe Kiffer, das ist ungefährlich, nicht ungefährlich, sondern es ist alles abgebaut am nächsten Tag. Die sind dann über 1 Nanogramm, werden aber unter 3,5 sein. Das ist aber nicht bei allen der Fall. Und bei den anderen wäre jetzt mit diesen Speicheltests ja dann die Möglichkeit, Verkehrskontrolle, du kommst da rein und die machen einen Speicheltest mit dir und da geht es um den zeitnahen Konsum, ja? Dass die da dann die Möglichkeit dazu haben, ein Zeitfenster aufzumachen, die letzten 8 Stunden nicht gekifft, deswegen ordnen wir jetzt auch keine Blutentnahme an.
Ja, das ist die Hoffnung, dass diese Speicheltests bundesweit dann kommen. Das ist aber Einführung wieder Ländersache. Technisch soll das eigentlich möglich sein. Das wäre natürlich für uns jetzt ein bisschen blöd, weil wir neu denken müssen. Es war ja immer dieser Spruch, ey, rede nicht mit der Polizei, mach nichts. Müsste man dann teilweise wieder ein bisschen umdenken. Wenn du weißt, ja, ich bin im Cannabisverein, ich kiff jeden Abend, müsste dann Umdenken stattfinden, dass du sagst, so, oh, Polizeikontrolle, ich verweigere jetzt nicht alles, weil du möchtest nicht zur Blutentnahme gebracht werden, du wirst über 3,5 sein, dann lieber den Speicheltest mitmachen, ja, weil... Wenn du weißt, ich habe die letzten 8 Stunden nicht gekifft, dass dann die Hoffnung ist, dass du da nicht drin bist. Aber da kannst du gleich vielleicht was zu sagen, vielleicht kennst du dich da mehr aus. Das ist dann einfach dieser Punkt, wo wir ja auch eigentlich wieder hinwollen. Ich glaube, wir wollen das, können das weitgehend unterschreiben. Hey, du sollst jetzt nicht unbedingt mit einem angezündeten Joint ein Auto fahren. Das ist so, gehört sich nicht. Weiß ich nicht, also... Muss jeder für sich gucken, aber dass du da Repression einlädst, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ja? Also man sollte schon möglichst fit sein. Aber dass du praktisch, wenn du ein Zeitfenster einhältst, was du da noch an THC hast, ist ja so ein unsauberer, ungenauer Intoxikationsmesser am Schluss. Ja? Also das ist ja immer das, wo es sich beißt. Bei Alkohol weiß man relativ klar, scheiße, wenn du das... im Blut hast, so Wirkungen und deine Reflexe und so weiter, der Gefährdungsmaßstab nimmt einfach zu. Das haben wir bei Cannabis nicht, denke ich, und wenn man da dann eben diese Möglichkeit hat, das mit diesen Speicheltests durchzuführen, dann haben wir, glaube ich, einen Fortschritt. Aber Zukunftsmusik jetzt noch. Genau, ja, bei Cannabis oder bei Alkohol ist es ja wirklich die Dosis und die Zeit. Das sind die wesentlichen Faktoren. Bei Cannabis kommt halt immer noch so hinzu, wie ist so das Fettgewebe, wie ist so der Stoffwechsel. Der Metabolismus. Und wie war halt der Konsum letzte Woche oder auch im letzten Quartal. Weil das trägt halt auch dazu bei, zu dem finalen Wert. Aber ich habe 2 Fragen, wo für mich so als Laie viel Rechtsunsicherheit ist. Das eine ist, wie sieht es aus mit dem Thema Fahrradfahren? Auch, also wie sollte man sich da verhalten und wie sieht da die Problematik aus, wenn man da über 3,5 ist, vielleicht auch mit Rezept oder ohne. Aber grundsätzlich, wie sieht es beim Fahrradfahren aus? Weil bei Alkohol und bei Cannabis gibt es ja zwischen Auto und Fahrrad auch Unterschiede, also unterschiedliche Interpretationen mit Grenzwerten. Steht ja nichts explizit im Gesetz drin. Und die andere Frage, einfach weil das auch so ein bisschen anknüpft an den Dialog, der hier sehr MPU geprägt ist, wie sieht es aus mit in einem anderen europäischen Land einen Führerschein neu machen? Es gibt ja einige Unternehmen, die damit Werbung machen. Ist das was Seriöses oder kann man davon eigentlich abraten, wenn man ehrlicherweise die Bereitschaft hat, auch mal, ich sag mal, für ein halbes Jahr im Ausland mehr oder minder zu wohnen? Ja, danke. Mache ich jetzt gleich mal dieses zweite Thema, dieser EU-Führerscheintourismus. Ne? Also halte ich nichts von. Also man muss da immer differenzieren, bei so seriösen Anbietern, never ever. Ja? Also ich habe da Mandanten erlebt, die sind da verarscht worden. Die bezahlen 3.000 Euro und die machen so eine Art Prüfung, kriegen gefälschten Führerschein, geraten hier in Verkehrsunfall. Es ist kein Versicherungsschutz da. Ja, also du kommst für den Schaden, deine Versicherung geht in Vorleistung und du verlierst, aber die holen sich alles bei dir wieder. Und wir wissen, wie teuer Autos mittlerweile sind. Ja, also da bist du schnell mit 10, 15, 20.000 Euro dabei. Ja, das ist das erste Thema. Dann kriegst du ein strafrechtliches Verfahren an Hals. Ja, also Urkundenfälschung, also oder Gebrauch einer gefälschten Urkunde, Fahren ohne Fahrerlaubnis, bla bla bla. Alles mega kacke. Also wenn du vorher schon ein Problem hattest, das dich da ins Ausland getrieben hat, hinterher hast du ein richtiges Problem. Ja? Und ich empfehle das schon auch manchmal Mandanten, gerade hier in Berlin haben wir viele Leute, Studenten, Leute, die zwei Nationalitäten haben. Das ist ein gangbarer Weg. Ja? Es ist ein gangbarer Weg, wenn du Spanier, Deutscher bist und eine Zeit lang da leben möchtest, weißt du immer die Voraussetzung, mindestens ein halbes Jahr Wohnsitz und so weiter. Ja?
ist ein gangbarer Weg, wenn du wirklich so einen Grund hast, aber nicht irgendwas so Gekauftes im Internet oder so. Es muss einem auch nur klar sein, ich hatte jetzt gerade letzte Woche einen Anruf vom Mandanten, der hier die Fahrerlaubnis verloren hat wegen Cannabis, dann aber in Schweden gelebt hat und da die Führerschein gemacht hat. Und klar kannst du das. Also es ist ja nicht so, als ob wir Deutschen jetzt irgendwie dich davon sperren könnten, im Ausland, im europäischen Ausland einen Führerschein zu machen. Ja? Aber der ist dann hier in eine Verkehrskontrolle geraten und bei der Bundespolizei. Und die haben gesehen, oh, vor 5 Jahren, hier war doch was. Und dann musste er erstmal mit seiner Family zur nächsten U-Bahn gefahren werden. Du hast immer natürlich ein bisschen Stress, das musst du dir klar machen. Also der beantragt jetzt die Umschreibung, das wird auch, denke ich, funktionieren. Also, aber du hast immer ein bisschen im Hintergrund diese Frage, ey, kommt da eine strafrechtliche Sanktion? Es ist ja auch immer ein ewiger Kampf zwischen den deutschen Gerichten und dem EuGH. Ja? Also, aber bei dem Mandanten, denke ich, da bin ich ziemlich sicher, also, dass das gut hinhauen wird, weil er, wie gesagt, diese schwedischen Wurzeln hat und da auch wirklich jetzt keinen Schmu getrieben hat, sondern da wirklich gelebt hat. Und da sehe ich nicht, wo das Problem sein sollte. Aber das zur EU-Fahrerlaubnis. Also muss ich immer so ein bisschen gucken, was ich damit jetzt meinte, ist, ey, du lädst immer Probleme ein. Also es gibt ja einfach so auch bei der Polizei so Alarmsignale, die angehen. Also so, oh, hey, Werner Müller mit einem polnischen Fahrerlaubnis. So, ja, klar. So, und dann entzogen, dass sie da nochmal nachgucken, ist schon klar. Ne? Und dann kann es auch teuer werden, weil dann führst du Rechtsstreitigkeiten. Also dem muss klar sein, du begibst dich dann auf ein Terrain, wo du wirst kämpfen müssen. Weil gewollt ist das von deutschen Gerichten und Behörden nicht. Aber du hast immer die Grenze EuGH, der dann die deutschen Gerichte und Behörden auch wieder in die Schranken verweist. Das ist ja ein ewiger Kampf, freier Dienstleistungsfreiheit, darf ich mich bewegen, darf ich woanders Qualifikationen erwerben? Und da gibt es eben, also ich rate aber an sich davon ab, hängt immer vom Fall ab, aber an sich rate ich davon ab. Dann war die andere Frage, mit dem Fahrrad, ja. Fahrrad ist ja Folgendes, wir haben da das Thema. Ich weiß, ich habe das, glaube ich, bei dem Interview auch relativ flapsig gesagt, immer aufs Fahrrad zugreifen. Ich meine, klar, irgendein Fortbewegungsmittel brauchst du ab und an, also wenn du jetzt nicht zu Fuß gehen möchtest und Auto, E-Scooter, bla bla, alle keine Optionen. Aber du hast natürlich auch beim Fahrradfahren Grenzen. Also du hast immer nicht das Ordnungswidrigkeitenrecht, was dich killt, sondern das Strafrecht. Ja, das hatte mir dann auch im Nachgang einer geschrieben, der dann im Unfall verwickelt wurde. Und da hat man dann THC bei ihm gefunden, als Fahrradfahrer. Er wurde selbst schwer verletzt, aber ich kannte den Fall selbst nicht. Aber klar kannst du als Strafrichter dann Probleme Fahrradfahrer machen. Weil du hast natürlich auch als Fahrradfahrer darfst du nicht irgendwie Ausfallerscheinungen groben Maßes zeigen. Wobei, wie gesagt, ist ja beim Alkohol auch nicht 1,1, sondern 1,6 oder 1,8 als Fahrradfahrer. Und das ist dann immer eine Frage der Argumentation. Also das müssen die erstmal durchkriegen, aber du musst dich wehren. Also dass die es probieren, dir als Fahrradfahrer dann auch was anzuhängen, das kann schon passieren. Ja? Aber wie gesagt, wo soll eigentlich da so ein vergleichbares Ding da passiert. Ich meine, ey, es gibt nichts, was du nicht siehst. Oh, um 3 Uhr morgens über eine rote Ampel gefahren. So. Und denkst, ja, puh, ey, krasse Ausfallerscheinung. So. Das hat er bestimmt nur gemacht, weil er THC konsumiert hat. Aber probieren tun die es teilweise. Ja? Dann sehen sie die Werte an und oh, 7, was weiß ich, oh, Grenzwert 1,0. Das ist ja so, als ob der mit 5,0 BHK gefahren wäre. Also du hast ja manchmal diese Umdenkdinger. Ja? Also ey, es gibt nichts, was nicht passiert, aber an sich müsstest du relativ safe sein. Aber ey, böswilliger Polizist, böswilliger Richter und du bist phlegmatisch, da kannst du ein Problem kriegen, ja. Also, nichts ist sicher. Eine Frage noch zum Thema Führerscheinentzug. Und zwar, jetzt ist es ja so, dass bei dem Erstdelikt da der entsprechende Amnestie stattfindet oder stattfinden kann. Wie ist es denn jetzt, wenn man einen zweiten Verstoß hatte vor dem KANG und der Führerschein entzogen worden ist? Diese Leute müssen die eine weitere MPU befürchten, beziehungsweise falls ja, ist es dann so, dass man jetzt besser die Füße stillhalten sollte oder schon direkt versuchen sollte, jetzt post KANG irgendwie da tätig zu werden, um den Führerschein zurückzuerlangen? Wie sieht das da aus? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es jetzt so, du hast einen Erstverstoß, also nicht du, aber allgemein, hast einen Erstverstoß, Führerschein wurde entzogen
Und dann ist noch was Der wird dann wieder zurückgeholt, beziehungsweise MPU, das ganze Verfahren durchgezogen, die ganze Charade und dann zweites Mal Pre-Kange nochmal erwischt worden, entsprechend der Führerschein entzogen. Und wie ist das jetzt, wenn man den Führerschein zurückerlangen möchte? Was machen diese Menschen? Okay, also dass du sagst, dann wiederholter Verstoß, also eigentlich hatte schon mal einer MPU, hat dann den Führerschein wiederbekommen, dann gab es den nächsten Verstoß, Führerschein wieder weg und jetzt die Frage, beantrage ich jetzt den Führerschein? Hängt natürlich ein bisschen vielleicht auch von der Dauer ab, also wie lange sind die Verstöße eigentlich verwertbar gegen dich? Ist das im Jahr 1990 und jetzt im Jahre 2024 nochmal? Also du hast ja immer auch Regelungen im Straßenverkehrsgesetz und so weiter. Wie lange gilt so eine Eintragung eigentlich gegen dich? Ja? Und da ist eigentlich immer das starre Stichwort strafrechtliche Verurteilung 10 Jahre, bußgeldrechtliche, die jetzt mit 2 Punkten, also sowas wie Verjährung, Verwertung und so weiter, richtet sich ja auch immer nach der Sanktion, die du ein bisschen bekommen hast. Und bei diesen 24a-Verstößen sind das 5 Jahre. Also 5 Jahre auf jeden Fall gegen dich werten lassen, aber auch nur, wenn du im Besitz einer Fahrerlaubnis bist. Also du kannst jetzt nicht sagen, Vorfall, ich habe vor 6 Jahren meinen Führerschein verloren und jetzt beantrage ich den neu. Das war damals der 2. Verstoß im Übrigen. Und jetzt kriege ich den einfach so, probieren kannst du es immer. Was ich gerade mal skizziert habe, ist, dass du ja gerade eine Überforderung auch bei den Fahrerlaubnisbehörden hast. Das kann so ein Moment sein, wo du versuchst, so mitzuschwimmen. Ja? Aber theoretisch ist da immer der Punkt, wenn du keinen Führerschein hast, kannst du dich nicht bewähren. Und dann wird auch das Ganze gesperrt sozusagen. Also werden noch mal 5 Jahre draufgesetzt. Ja? Also, und im Fahrerlaubnisrecht ist immer klar, die versuchen möglichst lange auf deiner Akte zu sitzen. Ja, da gibt es leider auch Fälle, die ich erlebt habe. Stellen wir uns vor, Otto Müller im Jahre, sagen wir jetzt mal vor 19 Jahren, das wäre dann 2005 Cannabisfahrt. Dann macht der irgendwann 2014 macht der eine MPU und dann hat der nochmal eine Auffälligkeit. Ja, das ist immer die Frage, wie lange ist zum Beispiel so ein MPU-Gutachten gegen dich verwertbar, auch mit den zugrunde liegenden Tatsachen? Das ist ja das Krasse. Und da habe ich in Berlin das schon erlebt, dass die fast 19 Jahre die Sachen gegen die Leute verwandt haben. Aber da ist dann immer auch wieder eine Besonderheit. Das war dann Alkoholiker, wo man auch wieder gucken muss. Alkohol, wenn du wirklich Alkoholiker bist, ist ja hochgradig gefährlich. Das schleicht sich auch nicht einfach durch Älterwerden aus. Ja? Und da bei dem Kandidaten war das dann eben so, dass das Verwaltungsgericht Berlin gesagt hat, das Gutachten selbst 10 Jahre locker und dann die Sachen, die da drin sind, die können wir auch verwerten. Logisch, wäre ja total irre, wenn wir da plötzlich so ein Gutachten mit den wesentlichen Punkten ausklammern müssten. Ja? Könnte man nicht mit dem Datenschutzverstoß argumentieren und sagen, das wird ja gar nicht mehr in der Akte sein, okay. Ja, Datenschutz ist eine interessante Frage immer, ja. Aber du hast, wie gesagt, zwei krasse Interessen oder ein krasses Interesse des Staates, der immer allem entgegensteht. Das ist der Schutz anderer Verkehrsteilnehmer vor unsicheren Leuten. Also, wie gesagt, und da ist einfach echt immer schwer, am Schluss dagegen zu argumentieren. Das ist natürlich auf der einen Seite die Sammelwut, ja, deswegen Traum eines jeden Polizisten. Früher hatten die so Bücher, ja, haben die über jeden, der mal auffällig war, haben die so Karteien angelegt, homosexuell oder was weiß ich. Also es gab ja wirklich so Listen damals. Und die sind die dann durchgegangen und konnten dann praktisch die Leute versuchen, mit so einem Raster zu belegen und konnten dann intensiver gucken. Und dagegen spricht natürlich so informationelle Selbstbestimmung und was weiß ich, dass du da vor dieser Sammelwut des Staates geschützt wirst. Und im Fahrerlaubnisrecht könnte man das immer wieder mal probieren. Du musst dann aber die richtigen Fälle haben und muss klar sein, solange du klagst, kriegst du deinen Führerschein einfach nicht. Also es muss eine prinzipielle Frage sein
und kann man immer wieder Fässer aufmachen. Aber natürlich werden die immer wieder argumentieren, wäre ein bisschen irre, das, was wir haben, nicht verwerten zu dürfen. Ich habe da sogar einen Fall jetzt in Berlin, ist nicht mein eigener, der war, kam zu mir, hatte aber schon eine Anwahl und da wollen die selbst nach 15 Jahren das nicht. Also du sagst eigentlich 10 Jahre Verjährung, dann Ruhenszeit 5 Jahre, 15 praktisch und Berlin sagt dennoch nein. Wo man sagt so, musst du unbedingt klagen, also weil wozu sind die ganzen Vorschriften da? Aber es ist natürlich irgendwie ätzend, das ist einfach Zeit, Geld, die du mit sowas verbringen musst. Ja. Aber klar, da sind wir eigentlich immer wieder gehalten, was gegen zu machen. Aber da fällt uns immer diese langsame Arbeit der Verwaltungsgerichte teilweise auf die Füße. Was heißt langsam? Die arbeiten top, aber die haben ja keinerlei Mittel mehr bekommen. Die haben einfach echt viel zu tun. Das ist ja eine bewusste politische Entscheidung, wie ich meine Justiz ausstatte. Und das ist dann teilweise problematisch. Ja, ich sehe hier in der Reihe Dauerbehandlung mit Arzneimitteln nichts. Inwieweit bin ich da wirklich auf der sicheren Seite, wenn ich ein Rezept habe, zum Beispiel ein Privatrezept, oder kann man mir dann vielleicht noch Ausfallerscheinungen oder dergleichen andichten? Was brauche ich dafür? Lege ich jetzt der Polizei das Rezept vor oder brauche ich dann irgendwelchen speziellen Ausweis? Oder? Also jetzt Stichwort Cannabispatient. Ne? Zum Beispiel. Ja, du hast immer im Cannabis, also als Cannabispatient hast du immer eine strafrechtliche Grenze. Ja, also du musst dir vorstellen, kein Medikament, ob es jetzt Cannabis ist oder ein anderes, erlaubt dir, am Straßenverkehr teilzunehmen, wenn du stark beeinträchtigt bist. Also du musst dich immer wieder selbst überwachen, dass du fit bist. Und natürlich gibt es dann natürlich auch das Risiko, dass du praktisch in eine Verkehrskontrolle gerätst, aufgeregt bist, nervös oder noch schlimmer, du bist in Unfall verwickelt. Passiert ja allen Menschen mal. Also ein Restrisiko hast du immer. Also safe, dass du sagst, ey, ich bin Cannabispatient und ich darf machen, was ich will, das gibt's nicht. Ja, ist ja auch selbstredend, aber ich wollte das nur noch mal verdeutlichen. Du hast immer eine strafrechtliche Grenze. Ja? Und Ordnungswidrigkeiten, also eine OVI hast du nicht zu befürchten. Also das ist immer ganz bestimmungsgemäße Einnahme eines Medikaments, wobei du da wieder gucken musst, dass je nach Bundesland du dennoch Probleme kriegen kannst. Ich habe Mandanten, die mehrfach dann immer wieder kontrolliert werden, dass Bußgelder ergehen, dass Sachen ignoriert werden, dass dann Kampf darüber entbrennt. Oh, hat er jetzt gesagt Joint oder Vaporizer? Also gab es alle schon. Also das Polizisten können da nicht immer differenzieren, die checken das nicht. Ne? Vaporizer noch nie gehört, schreiben dann auf Joint. Hast du ein mega Problem, weil das ist dann sofort eine nicht bestimmungsgemäße Einnahme des Medikaments. Dann hast du eine Ordnungswidrigkeit verwirklicht und dann kommt die Fahrerlaubnisbehörde. Ja. Und am besten ist es eben, das, was ich immer vorschlage, ist, du hast dann einen Patientenausweis oder sich so einen ausstellen zu lassen, deinen Status möglichst gut zu dokumentieren. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeiten, dich selbst zu testen, ja, dass einige Stellen das anbieten, wie funktioniere ich eigentlich reflexmäßig unter der Einnahme meines Medikaments. Die sind dann auch nicht so teuer, nicht so teuer relativ. Ja. Es gibt, wie gesagt, jetzt ein paar Stellen, Verkehrsmediziner, Betriebsmediziner, die sowas anbieten, wo man da prophylaktisch mal hingehen kann und sich da testen lassen kann. Weil du natürlich, wenn du so eine kleine Mappe dabei hast mit deinem Patientenausweis, wo dokumentiert wird, welches Medikament du einnimmst, wann du das einnimmst, wenn du noch einen Brief von deinem Arzt vielleicht dabei hast, Dokumentation hilft dir da zumindest. Ja, also du bist aber nie davor gefeit, dass da schon Probleme auf dich zukommen. Aber bußgeldrechtlich, strafrechtlich bist du da relativ safe. Was aber ein Problem ist, dass die Fahrerlaubnisbehörde häufig den Umstand, dass du Cannabis als Medizin nimmst, als Anlass nimmt, dich immer einer Überprüfung zu unterziehen. Ja? Nee. Ja, das ist eben natürlich, wie gesagt, bundeseinheitlich nicht überall gleich gestaltet. Aber es lässt sich feststellen, dass das bayerische Modell sich durchsetzt. Zumindest bis zum 1. April 2024. Die Bayern haben immer erstmal ein ärztliches Gutachten angeordnet, was ziemlich teuer ist. Also viel teurer als jetzt so Genusskiffer und was weiß ich was. Und da wird eben geprüft,
Was ist die zugrunde liegende Erkrankung? Weil Stichwort ist, Cannabis wird nur bei schwerwiegenden Erkrankungen verschrieben und schwerwiegende Erkrankungen können immer Auswirkungen auf deine Fahreignung haben. Nicht ganz von der Hand zu weisen, aber so astrein als Tenor auch nicht unbedingt, finde ich, als jetzt Grundhypothese, aber das ist die Arbeitshypothese der Behörde gewesen. Und dann haben die immer noch die Compliance geprüft, ja, nimmst du das Medikament bestimmungsgemäß ein, so wie der Arzt das verschrieben hat, auch erschreckliche Fälle, ne? Dass dann einer mal eine Woche aussetzt, um mal eine Pause zu haben, das mit dem Arzt nicht abgeschrieben, dann bist du da durchgerasselt. Also du bist ein Sklave, der sein Medikament so zu nehmen hat, wie der Arzt das verschrieben hat und nicht anders. Ja? Also muss man sich krass dran halten und das dann auch austherapiert sein, also gerade bei jüngeren Fahrern schwer teilweise, ja, also austherapiert, was heißt das? Dann manchmal Testungen, wobei die Testungen wollen die häufig im zusätzlichen Schritt haben. Wenn du niemals auffällig warst mit Cannabis, dann kommt nur noch eine PU, das heißt eine Untersuchung, wo du an Geräte angeschlossen bist, deine Reflexe unter Medikation gemessen wird praktisch. Wenn du davor aber Auffälligkeiten hattest, also irgendwann schon mal Cannabis-Delikt, war es eine MPU, aber die ist doppelt so teuer wie die normale MPU. Also redest du über 1,6 bis 2.000 Euro, ja, für das MPU, das ärztliche Gutachten auch so um die 1.000. Du musst als Cannabis-Patient dir wirklich überlegen, kannst du dir das leisten. Im Moment ist ein bisschen Ruhe, ist mein Eindruck, dass die anscheinend auch ein bisschen verstört sind in Bayern. Ich hatte da mehrere laufende Verfahren und von denen höre ich im Moment nichts. Die waren dann noch am ersten Schritt, ärztliches, also gib mal her, Informationen von deinem Arzt, du musst dich jetzt so ein bisschen nackt machen, die Behörde füttern, obwohl anordnen werden sie das Ganze sowieso. Ja, muss man sich auch überlegen, ob man da mitspielt. Und von denen habe ich jetzt seit dem 1. April nichts mehr gehört. Eigentlich müsste ja diese Anordnung ärztliches Gutachten kommen. Und ich hoffe einfach, dass sich da jetzt ein bisschen durch die Rausnahme von Cannabis aus dem BTMG diese grundlegende Wertung ein bisschen ändert. Also ich habe den Rechtsstreit geführt bei einer älteren Dame, 60, Krebspatientin, nie auffällig. Und da haben die da praktisch erstmal ein ärztliches Gutachten angeordnet, weil sie in eine Verkehrskontrolle geraten war und da ihren Status offengelegt hat. Und beim ersten Schritt haben wir uns noch nicht gewehrt, weil da mussten wir ja abwägen, öffentliche Verkehrssicherheit versus Teilnahme der Patientin. Und sie kann den Zweifeln begegnen, indem sie einen Arzt über ihren Fall gucken lässt. Und für sie war die Fahrerlaubnis wichtig. Da haben wir schon gesagt, so, boah, dem geben wir noch nach, weil auch kein Fall bekannt war, dass man sich da erfolgreich gegen gewehrt hat. Ja, dass man sagt, so, nö, ihr dürft es gar nicht anordnen. Also keine Auffälligkeiten, warum werde ich denn jetzt sowas für 700 Euro unterzogen? Das haben wir uns nicht getraut. Aber dann hat die Behörde schematisch im nächsten Schritt diese PU angeordnet, die dann auch wieder 400 Euro kostet. Und wo man sagt, so, ey, was soll denn der Mist? Mandante muss mehrfach dahin, das war damals auch noch zur Corona-Zeit. Hättet ihr es nicht auch mal in einem Sums machen können? Das wäre günstiger geworden. Und im Übrigen interessiert mich das ja auch, wenn ich mich einer staatlichen Maßnahme unterwerfe, kommt dann zwingend ein nächster Schritt oder nicht? Und die Behörde hat es so ausgestaltet, alles super, jetzt musst du den nächsten Schritt machen. Und das sind ja auch immer wieder Kosten, das möchtest du ja vorher eigentlich wissen. Du kannst auch sagen, so, nee, dann lass ich es, hier ist meine Fahrerlaubnis, bevor ich jetzt so einen Weg beschreite, wo die dann sagen, ach, und jetzt möchten wir dies und danach möchten wir das. Und bis du dann irgendwann eine Stufe nicht mehr nehmen kannst, weil du pleite bist, ja, weil Krankheit macht ja immer auch noch arm. Und da haben wir uns dann dagegen gewehrt, gegen diese PU-Anordnung, haben da aber vom Verwaltungsgericht Augsburg verloren und haben das dann leider nicht weitergetrieben, weil die Rechtsschutzversicherung gesagt hat, machen die nicht. Nee, ich höre das schon. Ach so, okay. Gilt das auch für, das ist jetzt, das hat ja keine großartige Änderung. Also Privatrezepte waren ja die meisten. Also es gibt ja kaum Ärzte, die das ohne Privatrezept verschreiben. Das ist ja für die ein totales Horrorverlustgeschäft. Ja? Die Krankenkassen wollten das nicht und haben dann den Ärzten das Leben schwer gemacht. Und im Übrigen, die Fahrerlaubnisbehörde macht es dem Arzt auch schwer. Also rennen ja schreiend davon, wenn du da als Cannabis-Patient kommen möchtest, weil das einfach mit tierisch viel Arbeit verbunden ist, was nicht vergütet wird. Und
Das Prozedere war da eigentlich immer das Gleiche. Es war nur immer besser, wenn du gesetzlich versichert warst und eine Kostenübernahme hattest, weil da war das natürlich so, das hat die Krankenkasse geprüft, haben sich die Ärzte auch nicht so rangetraut. Ja? Also, aber auch da diese ganzen Streite, individueller Heilversuch, darf das ein Arzt einfach so machen, das ist alles so im Flux. Ja? Und in letzter Zeit hatte sich da, wie gesagt, Bayern, Baden-Württemberg meines Erachtens ein bisschen durchgesetzt. Und immer mit diesen Schritten erstmal ärztliches Gutachten, danach MPU. Im Rest Deutschlands war das nicht einheitlich. Nordrhein-Westfalen war da teilweise anders. Wir haben da selbst teilweise drauf gedrängt, eine MPU zu machen, direkt. Weil, Alter, wenn ich eh weiß, nach dem ärztlichen Gutachten kommt die MPU, dann spare ich mir doch die 1.000 Euro für das ärztliche Gutachten. Ja, dann gehe ich da gleich rein und zeige einmal, ich hab's und bin danach frei. Ja. Und da muss man immer gucken. Ich glaube, da wird sich aber nicht so viel ändern, weil am Schluss haben die Behörden, Polizei keinen Bock drauf. Cannabis-Patienten können die am Schluss nichts, wenn du keine Auffälligkeiten hast. Und da haben die keinen Bock drauf, glaube ich. Also, dass da weiter dagegen gekämpft wird. Weil klar muss man auch zugeben, ich hatte auch Mandanten und es gibt den Typus, die das eben benutzt haben, um dadurch zu surfen. Ja. Nur eins. Also, ich hatte... So, ich hatte vor Ersterteilung des Führerscheins aus anderen Gründen, ich hatte eine Epilepsie, wahrheitsgemäß angegeben, auch mal so eine ärztliche Untersuchung. Da hat sich aber, beim TÜV, da hat sich ein Chirurg die Akten meiner Neurologin angeguckt, nur mal so am Rande. Könnte ich mir das dann so ähnlich vorstellen, wenn ich dann so eine medizinische Untersuchung hätte? Ich glaube, das ist ja immer dieses Problem dabei. Cannabis als Medizin war ja unter Anführungsstrichen ein Unfall. Ja, es gab ja, es gab doch diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass Sozialhilfeempfängern damals den Eigenanbau ermöglicht hat. Also das war zu teuer für die, das zu beziehen, die Medizin, und die haben den Eigenanbau erstritten. Die sind durch sämtliche Instanzen gezogen, mit mega viel Aufwand. Nach 10 Jahren gewinnen die den Fall und die Regierung wollte das nicht. Die wollten nicht, dass Eigenanbau betrieben wird im Jahr 2016, 2017. Das war denen graus. Und deswegen wurde das Cannabis als Medizingesetz verabschiedet. Und am Anfang, das war eine Hauruck-Aktion. Die Behörden wussten da überhaupt nicht mit umzugehen, die Gerichte auch nicht. Und das war eine Zeit lang wieder so ein Tor, das sich geöffnet hat, wo dann viele, das hat sich rumgesprochen, der verschreibt Cannabis und ich habe da jetzt eben ein Problem, dass dann viel Ausweichbewegung in dieses Cannabis als Medizin ging. Und in den letzten Jahren lässt sich eben abzeichnen, dass es immer enger gestrickt wurde, also die Voraussetzungen immer weiter erhöht wurden. Und jetzt auf deine Frage gemünzt bedeutet das, meines Erachtens, du gehst ja jetzt nicht einfach so zum Arzt und der sagt, Cannabis als Medizin, und du hast eine Krankheit. Die Gründe müssen ja eh mal vorliegen, aber ist mein subjektiver Eindruck, das geht. Aber die betrachten dich nicht unbedingt mit Wohlwollen. Also es ist nicht so, dass sie dir helfen wollen. Ja, aber es ist möglich, klar. Also es ist noch immer ein gangbarer Weg für zigtausend Menschen. Ich denke oder hoffe, dass nur ein bisschen die Luft ein bisschen raus ist, weil auch viele reingeflüchtet sind, die wegen der niedrigen THC-Werte keine andere Möglichkeit haben, also mit diesem 1 Nanogramm. Ja. Und wie gesagt, hoffe da auch, dass da jetzt so ein bisschen... nicht mehr so viel Feuer dahinter ist, ja? Also dass du da praktisch nicht so irre viel Geld und Energie aufwenden musst und dass auch normaler wird, da deinen Cannabis-Ausweis zu zeigen, ohne dass bei den Polizisten gleich, was weiß ich was ist das, und es ist ja auch eine Frage immer der Ausbildung am Schluss. Also es ist ja nicht so, als ob jetzt ein Polizist, der 1.000 Sachen zu erledigen, ob die immer gleich checken, worum es da geht oder, ja. Okay, noch? Ja. Ich habe eine eher fundamentale Frage. Wenn ein schwerer Verkehrsunfall passiert und ein Fahrzeugfahrer ist bewusstlos, wird ins Krankenhaus eingeliefert oder so geschockt, dass er nicht mehr Papp sagen kann, dann wird auf jeden Fall immer eine Blutprobe entnommen, die auf Alkohol und Drogen getestet wird.
Diese Blutprobe ist aber nicht im Interesse des Patienten. Mhm. Und es wird, wenn der nicht einsichtsfähig ist, natürlich davon ausgegangen, dass man alles machen darf, was im Interesse des Patienten ist. Mhm. Das heißt, diese Blutproben sind eigentlich Körperverletzungen und Beweise, die mit ihnen erlangt wurden, sind eigentlich auf unzulässige Weise erlangt worden. Mhm. Was wird denn daraus? Ja, also wir haben ja eh ein grundlegendes Problem, Rechtswidrigkeit, Blutentnahme, also wenn jetzt auf der Führerschein jetzt die Frage ist, schlägt die Rechtswidrigkeit im Bußgeldstrafverfahren auf das Fahrerlaubnisverfahren durch? Und das tut es in der Regel nicht. Also ich habe leider zig Fälle gehabt, wo Blutentnahme rechtswidrig, gerade auch Cannabispatient, ja, und dann wurde da dennoch im Fahrerlaubnisverfahren was draus gemacht. Und das ist dann wieder dieses Argument, dass eine Strafverfolgung, enge Vorschriften, ja, da muss sich der Staat auch an seinen Regeln festhalten müssen. Führerschein ist aber Gefahrenabwehrrecht. Fokus ist Schutz anderer Verkehrsteilnehmer. Die kleinen Kinder, die über die Straße gehen, bla bla, kannst du ja mal ein schönes Szenario aufmachen, wo ein Richter dann sagt so, naja, fürs Bußgeldverfahren, Strafverfahren nicht verwertbar, fürs Fahrerlaubnisverfahren aber durchaus. Ja. Und da kommt man nur schwer ran. Also ich finde, hängt immer von dem Fall ab, aber die machen sich das ein bisschen zu einfach. Also weil es eine Rechtsprechung gibt, die sagt, ja, es ist verwertbar, aber die sagen das ja nie generell. Also es ist ja nie, dass sie sagen, Blankoscheck, ey, macht mal, sondern immer Prüfung des Einzelfalls. Und ich habe das jetzt nur mehrfach erlebt, dass Gerichte so ein bisschen das Blankomäßig behandelt haben und hängt dann immer vom Fall ab. Ja, aber das müsste man dann auch wieder mal durchfechten. Das ist jetzt einfach auch schon lange her. Aber leider fürs Fahrerlaubnisverfahren dann verwertbar. Machen das immer weiter so? Ja, ist ja immer das Gleiche. Sie machen es immer weiter, bis du dagegen vorgehst. Also dann muss man eine Entscheidung erstreiten, wo dann jemand belangt wird. Also wenn das dann so stimmt, wenn das nicht zu rechtfertigen ist, ist es natürlich eine gefährliche Körperverletzung sogar. Ne? Also es gilt ja genauso für die Entnahmen der Blutprobe und was weiß ich was. Also muss dann aber was machen. Aber am Schluss auch immer schwierig. Also das ist dann meistens so ein Nebenschauplatz irgendwie für die Leute. Ne? Und du hast ja keine Zeugen, nix. Also. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es war eine sehr interessante Session hier. Ganz lieben Dank an Oliver Rabatt für seine Ausführungen und die Beantwortung der Fragen. Ich glaube, wir hätten es jetzt ja auch noch länger durchziehen können, müssen aber leider aufhören, weil in 25 Minuten bereits die nächste Session hier auf der Bühne stattfindet. Dann geht es um Säule 2 versus Kanzlerschaft von Friedrich Merz, einer potenziellen Kanzlerschaft von Friedrich Merz. Was könnte das sozusagen bedeuten, politisch und auch gesellschaftlich? Was sind die Auswirkungen auf sozusagen diese zarte Pflanze der Cannabis-Legalisierung, die wir jetzt seit dem 1.4. in Deutschland haben? Und es wird auch sicherlich eine spannende Session. Ich möchte mich jetzt nochmal bei unserem Speaker bedanken und wünsche allen noch eine ganz schöne Konferenz. Interessante Fragen, hat Spaß gemacht.